gestatten Rossi. Ja, Herr Rossi hat einen Wunsch. Eis vom Nordpol flambiert mit Punsch. Eine Schokoladenburg, dreimal Kuchen, sechs Kaffee, 20 Stöckchen dazu Tee. Was noch, was noch, was noch? Ja, Herr Rossi möchte noch mehr. So ein Auto macht was her. Auch mal Sekt statt in der Milch. Mal wie ein Reicher sich benehmen, in der Spielbank Geld ausgeben. Was noch, was noch, was noch? Ja, Herr Rossi sucht das Glück. Er will nur vom Glück ein Stück. Andere können alles haben, können sich an Feinstem laben. Und von eben diesen Gaben möchte Herr Rossi auch was haben. Sonne, Sonne, Himmel, Sonne, Wasser, Wasser, Strand und Sonne, Berge, Berge, Echo, Echo, Blumen. 20 Blumen, ja, das wäre Herr Rossis Glück. Das wäre mehr als so ein Stück. Doch ihm fehlt. Donnerte da soeben eine Lawine zu Tal? Viel schlimmer, die unerforschliche Technik hat zugeschlagen. Wir haben einen Platten. Aber lass deswegen nicht die Ohren hängen, mein Alter. So ein Reifenwechsel ist doch eine Kleinigkeit. Auf geht's! Ich bin in Stellung. So ein Reifenwechsel ist eine Kleinigkeit. Wir brauchen nur 3 Stunden zu marschieren und ihn uns wiederholen. Eine Kuh mit einem abgefahrenen Reifen um den Hals. Und sie hält das für ein kostbares Schmuckstück. Jetzt hängen sich die Kühe schon Reifen um den Hals und finden sich damit bildschön. Zeiten sind das. Wenn ich mit diesem Gummikollier antrete, habe ich bei der Wahl zur Talkönigin echte Chancen. Gestatten Sie, dass ich Sie davon befreie. Ohne das Rad kommen wir nämlich nicht weiter. Großartig, Rossi. Ich übernehme den Wagenheber und du wechselst den Reifen. Einverstanden. Wenn du weißt, wie man damit umgeht. Hältst du mich für einen Schlappschwanz? Man braucht nur gut geölte Ellenbogen und kräftige Muskeln. Darf ich dir vorschlagen, etwas weniger Öl und Muskeln und dafür ein paar mehr von deinen grauen Zellen zu benutzen? Blöder Hund. Oh. Diese Gebirgsluft scheint nicht jeder gleich gut zu vertragen. Mir verursacht sie einen etwas schweren Kopf. Ehe du den Wagenheber ansetzt, musst du den Wagen so verkeilt haben, dass er nicht wegrollen kann. Hast du verstanden? Verkeilt hast du ihn großartig, Rossi. Aber was die kleinen grauen Zellen angeht, bist du auch nur sehr sparsam damit umgegangen, großer Meister. Ich stelle fest, du hast mal wieder nichts begriffen. Um einen Reifen zu wechseln, ist das die ideale Position. Das war's. Jetzt brauchen wir den Wagen nur noch zu wenden und dann können wir weiter. Die Frage ist bloß, wie? Ja! So sehen wir uns wieder. Diese dämliche Kuh ist glatt auf unserem platten Reifen scharf. Ich hoffe, Verehrteste, dass wir uns einig werden können. Oh, ja, aber gern. Schon erledigt. Dank. Guck nicht wie eine Kuh, wenn's donnert. Wir schenken dir den kaputten Reifen. Billiger kriegen wir's nie wieder. Hier und nochmals vielen Dank. Ein Schmuckstück voller Charme und Eleganz. Oh, danke. Ganz entzückend. Seid ihr total übergeschnappt? Sie war ja immer schon eingebildet, aber jetzt wird's garantiert unerträglich. Und jetzt aufgesessen, mein Alter. Die Erhabenheit der Berge erwartet uns. Eine Frage, Rossi, wie sollen wir ins Gebirge fahren? Eine Frage, eine Antwort, immer dem Wegweiser nach. Schnelle Antwort, falsche Antwort. Ich meine, wie können wir uns in die Berge wagen, wo wir doch nur für das Meer oder einen See ausgerüstet sind? Ich weiß nicht, ob sich die 3000er mit Paddeln und einem Rettungsring bezwingen lassen. Gott zum Buße, Freunde. Ich vermute, dass es euch in die Berge zieht. Ich glaubte auch, dort oben mein Urlaubsglück zu finden. Aber nachdem ich alles hatte, stellte ich fest, dass ich doch mehr fürs Meer geboren bin. Bei uns ist es umgekehrt. Ich schlage vor, wir tauschen unsere Ausrüstung. Yeah. Herzlichen Dank, Freunde, und viel Vergnügen in den Bergen. Wir danken euch, Freunde. Hallo, Trio.
Sag mal, Rossi, warum hat's dir aus den Bergen rausgetrieben? Hatten nicht die richtige Einstellung. Das Leben in den Bergen ist was für Zivilisationsmüde, für Leute, die die Einsamkeit und die Natur lieben. Rossi, du hast den falschen Gang eingelegt. Es geht zurück und abwärts mit uns. Nein, so was Entzückendes habe ich noch nicht gesehen. Ist es wirklich so entzückend? Gastone, komm doch her und sieh dir das entzückende, liebenswerte Bergzicklein mal an. Oh. Der Dr. Ziegenbock hat nicht ganz Unrecht, Rossi. Wenn man ihn entzückendes, liebenswertes Bergzicklein nennt, hat er einen gewissen Grund, ungehalten zu sein. Schnickschnack, wenn ich wieder oben bin, werde ich es diesem kapitalen Ziegenbock zeigen. Nein, 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 bitte nicht die Hörner senken. Kapitaler Ziegenbock ist eine großstädtische Redensart, ein Kompliment. Und du, Rossi, wenn du wieder raufkommst, bring ihm ein paar Blümchen mit. Ich bin sicher, dass er dir dann verzeiht. Darf ich bekannt machen, Signor Rossi, der hochverehrte Dr. Ziegenbock? Angenehm, Doktor. Wenn Sie nicht dagegen haben, würde ich mir gerne mal ein Diplom ansehen. Ich zeig das gleich. Das hat mich überzeugt. Bitte schön. Eine kleine Aufmerksamkeit. Der verehrte Herr Doktor ist freundlicherweise bereit, sich uns als Bergführer bis zum Gipfel zur Verfügung zu stellen. Er erwartet dafür nur eine Kleinigkeit zu essen. Ein stinkend fauler, gefräßiger Schmarotzer. Genau so habe ich mir es vorgestellt. Mir scheint, unser neuer Freund hat einen gesegneten Appetit. Liegt wahrscheinlich an der würzigen Gebirgsluft. Ein sogenannter Steinschlag. Jetzt sind wir aufgeschmissen. Wir sind nicht aufgeschmissen. Jetzt wird runtergeschmissen. Und auf geht's. Sieh an. Unser verehrter Herr Doktor scheint in Kraftprotzerei promoviert zu haben. Himmlische Gegend. Leider nicht so menschenleer, wie ich es erträumt habe. Die Rucksäcke sind sicher nicht allein hier oben. Das wird sich gleich ändern. Was ist denn nun schon wieder in ihn gefahren? Damit kann ich ihn doch wirklich nicht beleidigt haben. Hoho, unser Dr. Ziegenbock scheint in der Gegend hier irgendwie zur Prominenz zu zählen. So eine Frechheit! Aber wie das so ist im Leben, nicht alles, was prominent ist, ist doch beliebt. Alles frei. Na, wie dem auch sei, immerhin hat er uns in der Hütte ein warmes Plätzchen besorgt. Ich habe das Gefühl, dein Freund hat etwas Hunger. Leicht ist es gar, leicht ist es gar. Er hat inzwischen 10 Pfund Spaghetti verputzt, 2 Hühner und 8 Beefsteaks und hat offensichtlich immer noch einen Bärenhunger. Hoppa, 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 ham! Ich habe mich geirrt, das ist kein Bärenhunger, das ist ordinäre Fressung. Das darfst du nicht sagen, uns gegenüber war er sehr freundlich. Und der Magen kriegt zu tun, denn schon kommt das dritte Huhn. Im Vertrauen, ich frage mich, ob und wie er mit der vollen Plauze überhaupt schlafen kann. Er kann und mir kann. Ich halte es für vernünftiger und auch wesentlich ruhiger, wenn wir in unserem Wohnwagen schlafen. Auf in den gemütlichen, warmen Daunenschlafsack. Offenbar muss es heute Nacht ziemlich geschneit haben. Und sag, was du willst, dass wir nicht erfroren sind, verdanken wir nur dem netten Dr. Ziegenbock. Und jetzt, mein Alter, gehen wir Skilaufen. Hier in diesem Kessel und unter den Augen des Vielfraßes habe ich keine ruhige Minute mehr. Aber ich finde, wir sollten uns wenigstens bei ihm bedanken. Lieber nicht, sonst legt er noch ein paar Holzscheite nach. Genießen wir den Tag auf den Brettern, die weiße Welt bedeuten. Na, sag mal, Gastone, hast du überhaupt eine Ahnung vom Skilaufen? Und was für eine Ahnung? Ich fahre Schuss, Slalom und den dreifachen Rittmeister. Juhu! Demnach bist du ja ein perfekter Skiläufer. Ich weiß nur, dass man 2 Bretter braucht, die an die Füße geschnallt werden. Dann scheint es doch ratsam, sich vorher ein wenig zu informieren. Hier, das Handbuch scheint genau für uns gemacht.
Hallo, geben Sie mir bitte die Zentrale in Mailand. Dieser Auftrag über 8 Milliarden Lire ist vorläufig. Also, wenn du mich fragst, sollten wir es erstmal mit den ganz normalen Skiern versuchen. So, mein Alter, jetzt zeige ich dir, wie Ski gelaufen wird. Es ist kinderleicht. Man muss nur darauf achten, dass man die Ski immer schön parallel hält. Und Schuss! Ski heil, Rossi. Hilfe! Hilfe, ich bin verloren! Diesmal ist es wirklich aus mit dir. Leb wohl, Rossi, du warst ein sympathischer Kerl. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, Dr. Ziegenbock. Darf ich Sie zum Abendessen einladen? Gerne. Aber Rossi, ich sehe wohl nicht recht. Warum hast du dich an Dr. Ziegenbock gewandt? Ich habe mich nicht an ihn gewandt. Wir haben uns ganz zufällig auf der Piste getroffen. Vielen Dank, Dr. Ziegenbock. Aber das nächste Mal möchte ich mir diese Abfahrt allein vornehmen. Jetzt. Also dieser Dr. Ziegenbock ist, was das Skilaufen angeht, ein absoluter Könner. Kunststück, mit zwei solchen Hörnern bringe ich das auch fertig. Rossi, wer wird denn so neidisch sein? Jetzt ist er gestürzt. Das geschieht diesem Angeber ganz recht. Ich habe nicht das Gefühl, dass er da unten ganz zufällig gelandet ist. Dieser eigenartige Kerl hat mir erklärt, dass Sie seine Verwandten wären. Hier ist zunächst mal die Rechnung für das, was er bisher verzehrt hat. Wenn er so weitermacht, vertilgt er mir auch noch alle Vorräte. Er treibt mich in den Ruin. Hier, ich bin bereit, für alles aufzukommen. Allerdings müssen Sie ihn dafür den ganzen Tag in der Küche festhalten. Und wir sehen inzwischen zu, dass wir wegkommen. Ich möchte diesem Burschen nicht noch mal begegnen. Rossi, hältst du es wirklich für klug, so hoch raufzufahren? Je höher wir sind, desto sicherer sind wir vor dem Kerl. Adieu, Freunde. Ende der Ausbaustrecke. Von hier aus geht's nur zu Fuß weiter. Das schreckt uns nicht. Ein wenig kraxeln tut doch gut. Auf Wiedersehen. Eine dumme Frage, Rossi. Was machen wir, wenn wir auf dem Gipfel sind? Eine wirklich dumme Frage. Dort oben genießen wir die Ruhe und den Frieden der erhabenen Bergwelt. Und dann? Du gehst mir auf die Nerven, Gastone. Du wärst besser zu Hause geblieben. Es macht keinen Spaß, dir die Welt zu zeigen. Oh. Rossi! Rossi, mir ist grauenhaft schwindelig. Ich mag die Welt nicht sehen. Du kannst mir alles erzählen, wenn wir zu Hause sind. Ich bin todmüde. Ich bin todmüde. Ist ja gut, deswegen brauchst du doch nicht gleich zu heulen. Doch nicht gleich zu heulen. Hey, hörst du dieses herrliche Echo? Oh, bist du das Echo? Nein. Entschuldige, Gastone, war ein bisschen zu leise. Ich wiederhole die Frage nochmal. Bist du das Echo? Nein! Ich bin der Yeti. Oh, Schreck, oh, Schoko, Graus, der grässliche Schneemensch. Oh, Schreck, oh, Schoko, Graus, Rossi, fliehen wir nach oben, nach oben, nach oben. Und was ist mit deinen Schwindelgefühlen? Die fallen bei meinen Angstgefühlen gar nicht mehr ins Gewicht. Was immer jetzt auch passieren mag, weiter rauf, jedenfalls geht's nicht. Wenn ihr noch höher hinaus wollt, bin ich euch gerne behilflich. Nein, Hilfe nicht! Wir wollen runter! Ich bin zwar nicht der Schönste im ganzen Land, aber das ist noch lange kein Grund, zur Trommelfell zerfetzen zu brüllen. Ihr wolltet doch noch höher hinaus und ich wollte euch nur ein bisschen behilflich sein. Ich gebe mir die allergrößte Mühe, nur um ein bisschen beliebt zu sein. Ich spiele sogar das Echo für die Touristen, um sie zu erfreuen. Aber so wie sie mich sehen, kriegen sie Schreikrampf. Dieses unvermutete Auftauchen schockt jeden. Ach was, ein entfernter Vetter von mir ist sogar mal über die New Yorker Wolkenkratzer geturnt. Er hatte einen Riesenerfolg und ist am Ende sogar beim Film gelandet. Ach, der reizende King Kong, ja, den kennen wir gut. Wie geht's ihm? Wie geht's ihm? Ich habe schon ewig nichts mehr von ihm gehört. Leider hatten wir nie das Vergnügen, ihm persönlich zu begegnen. Wir kennen ihn nur von der Leinwand, aus seinen vielen hervorragenden Filmen.
Er ist ein lieber Kerl, eine Seele von Mensch. Bloß wenn er lacht, denken die Leute immer, es ist ein Erdbeben, 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 Erdbeben. Es war uns ein echtes Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben. Aber jetzt müssen wir uns einen Abstieg machen. Das könnt ihr mir nicht antun. Ihr dürft nicht so einfach fortgehen. Ich lade euch ein. Bleibt ein paar Monate hier und leistet mir Gesellschaft. Ein paar Monate? Grundsätzlich herzlich gern, aber übermorgen sind meine Ferien zu Ende und da muss ich wieder an die Arbeit. Und außerdem werden wir unten im Tal von einem lieben Freund erwartet, von einem hilflosen kleinen Zicklein. Von einem hilflosen kleinen Zicklein? Nanu. Hochlebe Dr. Ziegenbock. Ich muss ehrlich zugeben, dass er uns wieder aus der Klemme geholfen hat. Ich glaube, die beiden da drüben scheinen sich ziemlich gut miteinander zu verstehen. Du gehst es mir nicht auf, nicht auf, nicht auf. Hör auf. Angelique, du gefällst mir sehr gut. Du schmeichelst mir. Was sagt man dazu? Jetzt hat sogar der Schneemensch, der Touristenschreck, einen Freund gefunden. Ich glaube, Yeti wird doch dafür sorgen, dass er immer richtig satt wird. Die beiden sind jetzt so miteinander beschäftigt, dass wir uns ins Tal zurückziehen sollten, Gastone. Du machst mir richtig Spaß. Ich habe hier einen richtigen Freund gefunden. Das ist aber... Weißt du was, Rossi? Ich freue mich jetzt richtig darauf, dass es nach Hause geht. Ja, das kann ich nachfühlen. Und wir können ohne Übertreibung sagen, dass wir in diesen Ferien einiges erlebt haben. Ja. Erinnerst du dich noch an das Meer? Aber ja. Aber von überfüllten Campingplätzen kann ich nichts mehr hören. Und wenn ich an die singenden Fische denke, kitzelt's mich jetzt noch in den Ohren. Und dann der Bauernhof von diesem Rotbahn, weißt du noch? Aber genau, war doch eigentlich ganz lustig. Und die Tiere waren ein super Orchester. Und dann unsere ungeheuer aufregende Segelbootsparty. Das war nicht gerade eine Meisterleistung. Ich hatte es mir an dem See eigentlich hübscher vorgestellt. Ach, Rossi, ich bin echt froh, wieder nach Hause zu kommen. Ich auch, Gastone. In spätestens 2 Stunden sitze ich in meinem Lieblingssessel. Bist du da ganz sicher? Thank you.